Willkommen im 188 Mampfen und Shoppen. Wie kann ich Ihnen helfen? Michelle, meinem Dad und mir gehört dieser Laden. Er heißt Samuel. Ich habe die Tagschicht, er die Nachtschicht. Kamen vor einem Monat her, als in Prim wegen des Gefängnisausbruchs nördlich von hier die Hölle losbrach. Haben unseren Laden dann hier wieder aufgemacht. Hinter dem 188 steckt mehr, als man vermuten würde. Truppen kommen dauernd die 93 entlang. Und über die 95 kommen er und Carla nach Vegas. Kein Mangel an Kunden. Zumindest solange die Überfälle der Legion im Süden nicht schlimmer werden. Sie wissen, dass diese alten Straßen nummeriert waren, oder? Wir stehen hier zwischen der 95 und der 93. Addiert man die Zahlen, ergibt das 188. Nicht viel. Hab gehört, dass es in Nelson Tote gab. Oder war das Novak? Keine Ahnung. Wenn Sie hier hochkommen, gehen Dad und ich woanders hin. Schauen Sie mal nach. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Hey! Nichts für ungut. Aber Sie sehen aus, als wären Sie lange auf schlechten Straßen gereist. Woher kommen Sie? Wow! Dann sind Sie tatsächlich weit gereist. Ich war nie da, aber ich habe Händler getroffen, die dort durchgekommen sind. Nun dann also willkommen. Ich bin Veronica. Ich wohne in einem Loch im Boden. Naja, technisch korrekt ist es ein Bunker. Ich finde, meine Variante hört sich interessanter an. Aber ich bin da nicht mehr so oft. Normalerweise bin ich hier draußen und sammle Essen und Vorräte für meine Familie, was die gerade so brauchen. Ja, ich mache mir keine Sorgen. Die können auf sich selbst aufpassen. Aber jemand muss die Speisekammer füllen, verstehen Sie? Und zurzeit habe ich sowieso das Gefühl, dass sie mich lieber hier draußen haben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also hören Sie, kann ich Sie mal was fragen? Ich bin dieser Gruppe begegnet, die sich Stählerne Bruderschaft nennt. Seltsame Typen. Wissen Sie irgendwas über die? Naja, das sollte kein Problem für mich sein. Ich kann mir sowas nicht leisten. Hey, wo geht's für Sie jetzt eigentlich hin? Sehr spannend. Sie werden richtig dick absahnen, nicht wahr? Mal ehrlich. Von den Leuten, die ich hier draußen getroffen habe, sind Sie der erste Kerl, der aussieht, als könnte er für sich selbst sorgen. Es gibt da ein paar Orte, an denen es zu gefährlich für mich allein wäre. Was meinen Sie? Vielleicht sollten wir gemeinsam reisen und einander helfen. Wie gesagt, können die selber auf sich aufpassen. Und ich kümmere mich ja nicht alleine um Sie. Wir sind eine große Familie. Tch, gut. Genau danach habe ich gesucht. Vertrauen Sie mir mal. Sie werden froh sein, mich mitgenommen zu haben. Wenn ich Ihnen zur Last falle, können sich unsere Wege jederzeit trennen. Gar kein Problem. Och, eigentlich habe ich kein bestimmtes Ziel. Ich will nur mehr von der Welt sehen. Einen frischen Blickwinkel finden. Ich möchte sehen, wie die verschiedenen Gruppen sich an das Überleben in der Mojave angepasst haben. Und herausfinden, ob ich was lernen kann. Das ist doch mal ein Wort. Sie sollten jedoch vorher was wissen.
Ich habe sie über die Bruderschaft ausgefragt, weil ich eine von ihnen bin. Ich weiß. Aber ich musste wissen, wie sie reagieren würden, wenn ich ihnen das sage. Wir haben uns eine Menge Feinde gemacht. Wollen sie mich immer noch mitnehmen? Ich bin sehr gut darin, Leute zu vermöbeln. Kein Witz, das ist eine Gabe. Naja, danke dafür, dass du einem naiven jungen Mädchen aus Kalifornien mit leuchtenden Augen und einem pneumatischen Handschuh eine Chance geben. Machen wir uns mal auf den Weg, was? Okay, sure. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? No, I won't trade with you. Gotcha.
Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie so... Mir mal! Thank you.
Damn it! Damn it! I've got you now. You're not getting away from me.
Ich hab einen! Schon? Thank you.
Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Do you need something? I'm going to go ask her about it right now. Great. What's up? You know how you've been helping me to learn to fight better with my fists? Well, I think I'm good enough to do it for real now. And look what I've been saving to use someday. So I can fight now anytime with them. Pretty exciting, huh? Oh, if you ever want to borrow beauty from me, feel free, because I can use these. And I've been thinking about it. You know, now that I'm trained to fight up close, I think I can handle a knife or something like that. Sure. A present? What is it? I do. Thanks. Sure. Oh. Sure. Oh. Okay, where exactly? Okay. Sure. Oh. Sure. I learned a lot about trading and bargaining from the caravans and traders that stayed with us while I was growing up. I scavenge things of value as I go, and when I meet someone to trade with, I bargain for the best prices I can get. I do pretty well that way. I've done different things in the past with different companions. With people who like to stay close together, I expect to find less stuff. While I'm with you, I'll keep my eyes on the ground and look for caps, small things we can sell, or cooking ingredients. If I'm lucky, I might find a small special item here or there to add to my collection. I'm ready. Let's go.
Hallo, brauchen Sie was? Klar, hier ist mein Sortiment.